Ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Splitter Cell Conviction. Wir sind immer noch in dieser Parkgarage. Haben einige, ich sag mal, ausgenockt. Wenn auch ein bisschen unfreiwillig ein Alarm ausgelöst. Jedenfalls so ein Autoalarm, Diebstahlalarm, wie sich der Mister Hunde schimpfen mag. Und Sam, würdest du jetzt mal bitte da raus? Sam? Manchmal, ne? Klar, wir können es nach dahin. Wir haben die anderen so weit ausgenockt. Und dann können wir uns eigentlich jetzt nach da vorne bewegen. Ich dürfte mich jetzt keiner sehen. So. Rein hier mit uns. Wir bewegen uns trotzdem schön langsam und leise. So. Achtung an alle. Denken Sie daran, stets Ihre Schlüsselkarte bei sich zu tragen. Ohne Schlüsselkarte können Sie nicht in das Gebäude hinein und so lange festgehalten werden, bis man Ihre Identität verifiziert hat. Wie weit geht der Scheiß? Gut, da brauche ich also erstmal keine Angst zu haben. Frage ist, würde ich nach da drüben hinkommen? Ohne gesehen zu werden, versteht sich, ne? Denn normalerweise bin ich sonst immer hier hingegangen, jetzt bin ich mal einen anderen Weg und jetzt bin ich mal gespannt, ob ich diesen Weg auch problemlos rüberkomme. Da muss ich hin, da ist der Aufzug, da muss ich hin. Aber... Ich müsste es schaffen. Rein theoretisch. Ohne entdeckt zu werden. Wollen wir es mal wagen? Ich glaube, wir wagen es erst, wenn der da weg ist, der Typ. Denn der darf uns ja nicht entdecken. Genauso wie ich wie der. Okay. Dann ist er. Wenn der weg ist, können wir rein. Fällt mir nicht, dass der... Ich hab's mal geschafft. Für Sam
war Third Echelon immer gleichbedeutend mit dem Wort Wahrheit. Auch nach all dem, was geschehen war, hielt er daran fest. Aber jetzt kam er zurück, als Jäger, als Feind. Als das Einzige, was er sich nie hatte vorstellen können. Und das Seltsame daran? Es war ihm vorherbestimmt. So, jetzt kommt der schwierigere Teil der Mission, an dem ich vielleicht öfters krepieren werde. Glaubt mir. Tut mir leid, die Büros wurden für Wartungsarbeiten geschlossen. Versuchen Sie es morgen nochmal. Danke sehr. Es tut mir wirklich sehr leid, aber die Büros sind bereits geschlossen. Ich möchte mit Tom Reed sprechen. Mr. Reed ist zurzeit unabkömmlich. Wenn Sie einen Termin vereinbaren möchten, Mr. Sam Fisher. Hab ihm mal gearbeitet. Sicherheitsalarm. Hauptstrom ausgefallen. Notstrom verfügbar. In 5, 4, 3. Oh, Scheiße. Genau das meinte ich. Genau das meinte ich. Ich muss versuchen, ihn zu töten, muss aber auch rechtzeitig dadurch, durch diese Absperrung. Und das ist das Schwierigere dabei. Das ist das richtig Schwierigere dabei. Tut mir leid, die Büros wurden für Wartungsarbeiten geschlossen. Versuchen Sie es morgen nochmal. Danke sehr. Es tut mir wirklich sehr leid, aber die Büros sind bereits geschlossen. Ich möchte mit Tom Reed sprechen. Mr. Reed ist zurzeit unabkömmlich. Wenn Sie einen Termin vereinbaren möchten, Mr. Sam Fisher. Hab ihm mal gearbeitet. Ja, das kennen wir ja schon alles. Sicherheitsalarm. Hauptstrom ausgefallen. Notstrom verfügbar. In 5, 4, 3, 2, 1, 0. Die Sicherheitstüren werden geschlossen. Okay, das war mir jetzt egal. Ich habe alle meine ollen Dinger verbrannt, ne? Sam Fryman hat mir seine Position übermittelt. Er wartet irgendwo in einem Büro, im Serverraum. Verstehe. Keine Spur von Fischer? Wir müssen ihn umlegen, bevor Colonel Reed uns... So, Schnauze. Jetzt müssen wir erstmal hier lang. Von wegen kein Fischer. Fischer ist schon da. Besser gesagt ich. Jetzt müssen wir so durchschleichen. Na, wann kommt der nächste? Hier ist nichts zu sehen. Keine Spur von Brian. Hier ist nichts. Seit Ost. Da drin ist sauer, Ski. Keinerlei Kontakt, alles sauber. Fischer scheint nicht hier zu sein. Gut
Da ist er. Den schnapp ich mir jetzt auch. Zurzeit keine Ziele. Ja. Keine Spur. So. Warte mal, wie kann ich? Ah ja, genau. Sieht gut aus. Was sagen die Sicherheitssysteme? Fischer wird sich hier bestimmt mal umsehen. Ja, hast du recht. Fischer wird sich immer umsehen. So, ganz gut, so dass du nichts gefunden hast. Nichts. Ich sehe hier gar nichts. So, jetzt muss der andere ihn nur finden. Dann ist er erstmal. Oh mein Gott! Der wurde getötet. Ja, gar nichts. Ja, alles okay. Na, Sam, gehst du jetzt mal da durch? Lieber dunkel. Okay, gespeichert. Alles ruhig. In der Tat. Da wäre ich mir nicht so sicher, mein Lieber. Da wäre ich mir wirklich nicht so sicher. Ich muss nochmal nachladen. Und ich würde sogar sagen, dass wir an dieser netten, spannenden, kleinen Stelle einfach mal Pause machen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Hoffe, es hat euch auch heute wieder Spaß gemacht zuzuschauen. Und hoffe, ihr seid morgen auch wieder mit dabei. Wie gesagt, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und haut rein. Ciao.